Hallo, und zwar möchte ich heute beim Deck von Empathie 25 mitmachen und es geht um meine Lieblingsblushes. Und ich habe meine ganzen Blushes in diese wunderschöne Sigma Make-up Bag hineingetan. Danke noch einmal. Und ich habe nur 8 Stück und die habe ich jetzt einfach der Reihe nach bewertet. Ich fange mit dem letzten Platz an. Der letzte Platz ist das Liquid Rouge von Alverde in der Farbe Cherry. Ich weiß nicht, die kommen mit Liquid Rouge einfach nicht klar. Das tupft man auf und verstreicht es. Und es ist sehr rötlich, aber ich finde es einfach in der Anwendung total unpraktisch. So sieht das aus. Am vorletzten Platz kommt das Essence Quattro Blush aus der Ethno Couture Limited Edition. Das ist die Farbe 01 Tuvalu. Das sieht so aus. Die Verpackung ist total süß, aber ich finde es einfach unpraktisch, dass da 4 Farben sind und man entweder alle 4 zusammenmischen muss und nicht jede einzelne verwenden kann, weil sie einfach so klein sind wie Lidschatten. Dann kommen meine 2 Rouges von Yves Rocher. Da finde ich die Verpackung total süß. Die macht man nämlich auf und dann ist so eine kleine Puderquaste drinnen. Die sind ziemlich dreckig. Und zwar habe ich die Farben steht nicht oben und es ist ein beachiger Ton und das ist so ein Rosa mit einem goldenen Schimmer. Ich finde die Farben und die Verpackungen auch total niedlich, aber mit einem Puderpinsel, also mit einem Rougepinsel, kommt man eigentlich fast gar nicht in diese mini kleinen Dosen hinein. Als einziges mit der Contour Color von Cosmetic Cosmos, so. Mit der geht's, aber ja, finde ich eher unpraktisch. So. Dann kommt das Wawawawu Blush aus der Cute as Hell Limited Edition von Essence. Oh, die Farbe haut einen wirklich um. Aber für mich muss es einfach sein, ein Blush hinaufzutun und ich will da nicht darauf achten müssen, dass ich nicht zu viel erwische und dann minutenlang verblenden und so, sondern es muss einfach schnell gehen und das ist bei diesen halt nicht der Fall, weil es einfach zu stark pigmentiert ist für ein Blush, also nach meinem Geschmack. So, und jetzt kommen dann meine 3 Favoriten und zwar auf Platz 3 von der Go Snow Limited Edition von Essence das Cream to Powder Blush in der Farbe Snow Bunny 01. Das ist eine wunderschöne Farbe und ich stehe total auf solche Rosatöne. Und es ist super zum Auftragen. Eine nette Verpackung, ganz einfach. Und ja, ich mag es sehr gerne. Auf Platz 2 kommt das Blush 102 Spare Flush with Desire von Calvin Klein. Das sieht so aus, hat noch so einen kleinen Pinsel. Das mag ich wirklich total gerne und das war eigentlich immer mein Lieblingsblush. Aber jetzt ist mein Lieblingsblush das Bronzing Blush von Essence aus diesem Sand Club, aus dieser Sand Club Edition. Und zwar finde ich das einfach total praktisch, weil ich hier ein Blush und einen Bronzer in einem habe.
und es sich super auftragen lässt, total schön aussieht, nicht zu auffällig, also man kann es jeden Tag hinauf tun. Ja, ich mag es einfach echt sehr, sehr, sehr gerne. Das kann ich nur empfehlen. Und ich habe hier die Farbe 01 Good Morning Sunshine. Und das ist eben für hellere Haut, für Blondinen. Ja, das waren meine Blushes. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt einen kleinen Einblick bekommen. Und ich freue mich über eure Bewertungen, Kommentare. Und wenn ihr mich mögt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Danke fürs Zusehen. Tschüss!